Ich stelle noch mal kurz ausführlich vor, wer jetzt hier mit mir zu diesem Thema spricht. Das ist einmal Jens Ellinger. Sie können auch, wenn Sie aufgerufen werden, direkt auf die Bühne kommen. Jens Ellinger, Sie sind Geschäftsführer des Eldus Ressort Oberwiesenthal. Ihr Haus befindet sich in einem Transformationsprozess. Das kann man so sagen. Kehrt also so langsam dem Gas den Rücken, setzt auf Blockheizkraftwerk und investiert aktuell in die Umsetzung eines Energiekonzepts. Schön, dass Sie hier dabei sind. Das ist dann Ihr Mikrofon. Genau. Zugeschaltet per Video ist Dr. Thomas Freitag. Ich hoffe, Sie hören mich oder uns. Ja, ich höre Sie. Hören Sie mich auch? Ja, wir hören Sie auch. Können Sie noch nicht sehen, aber ich kann Sie hören. Ja, das ist schon mal. Ja, leider kann ich Ihnen auch kein Bild präsentieren, weil wenn ich das Bild einschalte, dann höre ich Sie leider nicht mehr. Und da ich im Moment an der Unterstützung Ihrer Branche arbeite und im Urlaub bin, da geht das leider nicht besser. Dann reicht uns an dieser Stelle der Ton. Ich erwähnte gerade eben, Sie sind Energieberater, tätig beim Steinbeis Transferzentrum Energie- und Umwelttechnik. Und Sie haben das Angerät, was im Eldus-Ressort gerade umgesetzt wird. Also auch an Sie herzlich willkommen. Und noch der dritte Gast in der Runde, vorhin auch schon zweimal erwähnt worden. Er hat den wahrscheinlich längsten Anfahrtsweg von uns allen. Dirk Klein, Nachhaltigkeitsmanager der energieautarken Hotelanlage Haffhus in Ockermünde am Stettiner Haff. Ein Hotel, das sich selbst versorgt und einen nachhaltigen Ganzjahresbetrieb unterhält. Und gestern den Tourismuspreis in Mecklenburg-Vorpommern in der Kategorie Innovation gewonnen hat. An dieser Stelle auch nochmal Glückwunsch und schön, dass Sie hier in dieser Runde sind. Herr Klein, vielleicht an Sie auch direkt die erste Frage. Ihr Unternehmen setzt seit geraumer Zeit auf ein vollständig nachhaltiges Konzept, stringente Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen inklusive der Nutzung erneuerbarer Energien, also das, was wir hier gerade als langfristige Perspektive gesehen und vorgetragen bekommen haben, das setzen Sie in Ihrem Haus schon um. So etwas schafft man nicht über Nacht. Warum kam Ihnen und wann kam Ihnen vor allem dieser Gedanke, das dort so zu machen? Und haben Sie vielleicht etwas kommen sehen, was andere nicht kommen sehen wollten oder einfach nicht gesehen haben? Und mit dem Wollten haben Sie natürlich recht. Ja, erstmal danke, dass ich hier sein durfte. Danke auch, dass ich hier sein darf. Danke natürlich auch nochmal für die Glückwünsche. Die Situation bei uns ist entstanden 2014, 2015. Da ging es für uns, Seebad-Ückermünde wird jetzt auch nicht jeder kennen, ist jetzt auch nicht der touristische Hotspot, wo jeder mal unbedingt gewesen ist. Also wir sind schon etwas weg von den, wir schauen zwar auf die Insel Usedom und auf alles, was jeder natürlich hier in Sachsen auch kennt, aber wir sind schon so ein klein wenig weg von dem Thema. Also wir mussten für uns selber entscheiden, wie können wir Tourismus zu uns locken, wie können wir ein Ganzjahreskonzept umsetzen. Da ist natürlich das Thema, du brauchst einen vernünftigen Spa-Bereich, du brauchst natürlich eine vernünftige Qualität deiner Zimmer und so weiter. Also da standen Investitionen bevor. Spa, wissen wir, da fließt in so einem typischen Hotel 50% der Energie rein. Und da war für uns klar, wir müssen uns mit dem Thema einfach beschäftigen, bevor wir diese Baustelle aufmachen. Und da ging es auch darum, wie kann man sowas zukünftig transportieren? Wir haben uns schon mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Wie kann man stellenweise Luxus, den wir dort genießen, auch nachhaltig verkaufen? Und da war klar, wir müssen einfach den Strom oder die Energie selber produzieren und das halt möglichst regenerativ. Und der harteste Schritt war zu sagen, wir kapseln uns einfach ab vom Netz. Also wir haben im Mai 2018 wirklich das Stromkabel durchgeschnitten. Ja, haben natürlich alle gesagt, das geht nicht. Nein, das kann man nicht. Die anderen haben gesagt, das darf man nicht. Das gab es auch. Und bis heute kamen noch keine Klagen oder Ähnliches. Warte ich immer noch drauf. Ich glaube, die Edis weiß bis heute noch nicht, dass sie keinen Zähler mehr haben. Aber das sind so diese Dinge, die man einfach umgedreht hat und jetzt wir leben da seit 5 Jahren mit und das jeden Tag sicherer. Vielleicht mal ganz konkret, wie versorgt sich Ihr Haus dann jetzt mit Energie, wenn es da keine Leitungen mehr gibt, wo was reinkommt? Wir haben natürlich
genau diese Aufgabe gelöst, die jetzt eigentlich alle haben. Wir können nur dann Energie verbrauchen, wenn sie vorhanden ist. Wir müssen halt gucken, dass wir zwischen Produktion und Verbrauch halt optimal hin und her schwanken. Wir haben natürlich mittlerweile Megawattstunde Batteriespeicher, aber wir wissen auch, dass natürlich das Ein- und Ausspeichern von Energie auch Energie kostet, also da möglichst auf einem Level zu fahren. Und wir haben Prozesse in unserem Haus geändert. Wir haben gesagt, okay, wir müssen vielleicht energieintensive Dinge wie zum Beispiel eine Wäscherei wieder zurückholen, um die dann laufen zu lassen, wenn wir Überschüsse haben. Wir müssen uns das heißt, wenn gerade viel Wind ist oder Sonne scheint und... Früher haben die Mitarbeiter immer nachts Wäsche gewaschen, mhm, ja, und heute kommen sie halt auf Arbeit, wenn die Sonne scheint. Und wenn die halt um 10 Uhr anfängt, dann fangen sie halt später an, weil vorher, mhm, macht es keinen Sinn. Mhm. Ja, wir haben mittlerweile 6 Elektrofahrzeuge auch für unsere Mitarbeiter, die das dann natürlich nutzen. Im ländlichen Raum ist es eine nette Sache, hat man ICAN, ÖPNV. Da können wir natürlich auch mit umgehen, wie viel speichern wir ein. Ausspeichern geht ja leider noch nicht so richtig. Und das sind alles die Dinge, die wir betrachten. Wir haben mittlerweile eine elektrische Küche. Mhm. Auch da kannst du ja für die Abend-HPs natürlich Energie sozusagen schon investieren und vorbereiten. Du kannst deine Saunen vorheizen, ja, mit PV-Strom und schon mal so ein bisschen vorbereiten. Also es gibt sehr viele Dinge, die man dort bewegen kann. Sie gehen mit dem ganzen Thema sehr offensiv um. In einem Interview sagten Sie kürzlich, der Schmerz muss einfach groß genug sein, um Änderungen hervorzurufen. Glauben Sie für die gesamte Branche, dass genau jetzt dieser Schmerzreiz so groß ist, dass ein Transformationsprozess unweigerlich in Gang gesetzt werden muss und kann? Ich hoffe, dass wir den Deckel nicht so weit fallen lassen, dass nachher kein Schmerz mehr da ist. Ja, und ich bin gestern auch extrem enttäuscht gewesen über die Veranstaltung der DEHOGA MV bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, ja, die halt jetzt wieder fordern und fordern und fordern. Aber ich habe keinen dieser Kollegen, die dort auf der Straße gewesen sind, gesehen, der unsere Serviceangebote sich mal zu informieren, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das habe ich alles nicht gesehen. Das habe ich nur bei den Kollegen gesehen, die ich gestern Abend auf der Veranstaltung gesehen habe, die auch teilweise zu unseren Energieworkshops kommen, die wirklich etwas bewegen wollen. Und einfach nur zu sagen, wir machen so weiter wie immer, funktioniert halt nicht. Und da muss der Schmerz einfach da sein und der muss, auch wenn es weh tut und einige halt übrig bleiben, ne, sind ja auch schon einige übrig geblieben in der Corona-Krise, die hätten wahrscheinlich lieber über den springen sollen, ja, und den können wir jetzt kein zweites Mal helfen. Mhm. Das klingt hart, aber es ist einfach so. Über den Punkt, dass es wehgetan hat, sind Sie wahrscheinlich dann schon drüber gesprungen. Sie befinden sich in diesem Transformationsprozess. Können Sie vielleicht ganz kurz umreißen, das Eldus-Ressort, was passiert da gerade, was wird verändert, welche Veränderungen gehen Sie vielleicht auch zuerst an? Ja, der Schmerz, der verursacht oder wurde durch etwas anderes verursacht, nämlich durch Kosten. Ja. Die Frage, unser Eldus Ressort hat 380 Betten. Wir verbrauchen im Jahr 2,5 Millionen Kilowattstunden Wärme und ungefähr 600.000 Kilowattstunden Strom. Und das kostet natürlich irgendwo viel Geld. Und wir haben gemeinsam mit Dr. Freitag, der hier uns sehr zugeschaltet ist, schon 2012, 2013 über die Gesamtthematik diskutiert. Also wir machen heute etwas, was schon eine Vorgeschichte hat. Also nicht aus den jetzigen aktuellen Notwendigkeiten heraus, sondern aus betriebswirtschaftlichen Gründen schon viel früher. Mhm. Das hilft uns ein bisschen aus dem einfachen Grund. Wir können jetzt schon über Erfahrungen berichten, die was PV-Anlagen auch auf 1000 Meter Höhe betrifft. Denn Oberwiesenthal ist das Gegenargument in der Höhe zu Uckeritz. Wir liegen also auf 1000 Meter Höhe und wir hatten heute Frost. Also wir haben jetzt schon Temperaturen, die in der Nacht unter 0 Grad sind. Und da ist die Wärme und Gäste wollen es, egal wo sie sind, warm haben. Dann ist das auch eigentlich egal, wo die herkommt. Da habt ihr, es ist warm. Und man kann nicht argumentieren, dann nimm eine Decke und deck dich mit einer Decke noch zu. So einen politischen Hinweis hatte ich auch mal bekommen vor Jahren eines SPD-Politikers. Das fand ich nicht so lustig, aber okay, man denkt drüber nach. Und aus dem einfachen Grund haben wir uns gemeinsam Gedanken gemacht, wie wir auch unsere Kosten dämmen können. Nicht von Steigerung her, sondern überhaupt vom Verbrauch.
Alleine, Sie kennen vielleicht das Elteshaus so jetzt nicht, aber es war mal eine ehemalige Wohnsiedlung in Oberwiesenthal. Da hatte also so ein Block, vier Eingänge und 10 Wohnungen. Das heißt, wir hatten die Ausgangssituation in einem so ein Wohngebäude 40 Zähler. Wir haben das dann auf 4 runter reduziert und ich habe versucht, mit einem Energieversorger mal aus diesen 4 Verträgen, jeder Zähler hat ja einen Vertrag, mal einzumachen. Es ist heute nicht möglich, 4 an einer Straße liegende Gebäude in einem Haus, Zähler, zum Beispiel auf einen Zähler zu bringen. Wo wir wieder bei dem Thema sind, was wir heute auch schon gehört haben, Abbau von bürokratischen Hürden an der Stelle. So, weil wir der Meinung waren, 4 mal 10.000 Kilowattstunden ist vielleicht teurer, als wenn ich einmal 40.000 habe. Das ging nicht, also haben wir uns dazu durchgerungen, diese Zähler also rauszubauen und dafür eine Verbindungsleitung. Diese Verbindungsleitung kostet auch Geld, aber nach 2,5 Jahren ist alleine durch die Einsparung von Zählerkosten diese Investition bezahlt gewesen. Und wir haben dann weiter überlegt, wie wir gerade wärmetechnisch, wir sind nun mal in so einer Situation, dass wir viel Wärme brauchen, dass wir also über BHKWs nachgedacht haben. Das war natürlich nicht so einfach. Bei der Entscheidungszeitpunkt war eben Gas die Alternative. Hackschnitzel war ein Thema, Erdwärme war ein Thema, aber Hackschnitzel, das Ergänzung, das nutzen Sie bei sich in Ihrem Hotel? Ja, korrekt, nutzen wir. Also da war das Thema Erdgas immer noch nicht nur das Preiswerteste, sondern das zum damaligen Zeitpunkt stabil verfügbare. Auch planbar. Also ich bin zum Forst gegangen und habe gesagt, ich brauche für 20 Jahre einen Vertrag mit euch, um Hackschnitzel zu machen. Weil ich muss ja planen für eine Investition. Na, dann kriegte ich zur Antwort, nee, 2 Jahre können wir das machen. Das war 2014. Und mit Gas konnte man schon 3-4 Jahresverträge machen. Das war also dann schon etwas planbarer. Na gut, jetzt sind die Situation ist eine andere. Ziel ist, vielleicht wird Dr. Freitag noch was dazu sagen, uns von diesem Gasmarkt komplett zu entkoppeln. Das ist unser Ziel und wir arbeiten daran. Das wird mittelfristig möglich sein müssen, weil ich ganz ehrlich Ihnen hier sage, Politik ist, das kann ich nicht beeinflussen, aber ich muss mein Unternehmen nachhaltig am Markt erhalten und da muss ich mich unabhängig machen. Und dann muss ich Erdwärme, dann muss ich Luft, dann muss ich Wind, dann muss ich Sonne nutzen, ob ich das will oder nicht, weil alles andere ist von mir nicht abhängig und damit bin ich mehr oder weniger als Unternehmer in einer Situation, die mir nicht gefällt. Ich muss Bestimmer des Systems sein und deswegen muss ich unternehmerisch dahin denken, dass ich so weit wie möglich unabhängig von solchen Entscheidungen bin. Das deckt sich mit den Aussagen von Herrn Klein. Herr Freitag, Sie hören uns ja sicherlich noch die ganze Zeit zu. Ich würde einfach mal die Frage an Sie richten, als Energieberater. Wie würden Sie die Frage beantworten, warum man ausgerechnet jetzt in der Krise oder trotz Krise investieren sollte? Ja, also vielleicht als Einstieg, der Begriff Energieberater, mit dem bin ich nicht immer so glücklich, weil ich mich eigentlich eher als Planer sehe und der Energieberater doch manchmal auch in der Praxis nicht den besten Ruf hat, weil die Berater sind oftmals weg und dann steht der Planer da und muss was umsetzen und muss dann auch Korrekturen vornehmen, die ja der Berater halt ja beraten hat. Also insofern, wir planen, wir haben die Anlagen geplant, auch im Eldersresort. Und warum man sich jetzt damit beschäftigen soll, ist natürlich eine schwierige Frage. Insofern hat der Vorredner das ganz richtig zum Ausdruck gebracht. Jetzt ist der Leidensdruck da und endlich ist der Leidensdruck so groß, dass wir uns damit beschäftigen müssen. Und in der Vergangenheit leider war der Leidensdruck nicht groß genug und bei nicht allen war der Weitblick vorhanden, wie er bei einem Herrn Ellinger da ist. Und dort haben wir 2015 oder 2014 uns schon mit dem Thema angefangen zu beschäftigen. Und der Einstieg war eben, wir hatten keine Leistungskurven, wir hatten keine Lastgänge. Das heißt also, wir haben uns Lastgänge ausgedacht, wir haben sie synthetisch generiert. Irgendwann hatten wir dann Lastgänge, dann haben wir mit diesen Lastgängen die Anlage erweitert, haben ein zweites BHKW hingebaut, weil wir dann wussten, woran wir waren. Und auf die Art und Weise haben wir also die Anlage immer weiterentwickelt hin zu einer ja nicht autarken Anlage, da sind wir weit weg davon. Aber
auch da ist es eben so, wir haben jetzt eine Anlage, die besteht aus zwei mittelgroßen BHKWs, einem Gaskessel, einer 100 kW PV-Anlage. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, jetzt hören wir auf, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Aber das wäre das Falscheste, was wir machen können, weil wir haben jetzt das Problem, dass wir Gaspreise haben, die eigentlich dazu führen, dass wir Aussagen, die ein Jahr alt sind, komplett kippen können. Das heißt also, das, was wir letztes Jahr empfohlen haben, das zählt nicht mehr. Das heißt also, wir gehen jetzt den nächsten Schritt, dass wir versuchen, das älteste Ressort vom Gas wegzubekommen. Und das ist natürlich in Oberwiesenthal, 1000 Meter Höhe, es ist kalt, es ist kälter als an der Ostsee, sehr anspruchsvoll. Und deshalb auch jetzt sich weiter zu beschäftigen, das ist eigentlich ein Muss, weil wenn wir jetzt stehen bleiben, werden wir in 5 Jahren vor den gleichen Problemen stehen wie alle anderen. Bei so einem Transformationsprozess stelle ich mir tatsächlich den ersten Schritt als den allerschwersten vor. Was sollte denn der erste Schritt sein, den man dann geht? Also der erste Schritt ist eine Bestandsaufnahme. Eine Bestandsaufnahme, die auch so weit gehen muss, wirklich bestehende Strukturen und Handlungsempfehlungen zu hinterfragen. Ich höre immer, ja, das haben wir immer so gemacht. Ja, warum haben wir es denn immer so gemacht? Und warum muss der Gabelstapler, warum muss der nachts geladen werden? Und warum muss die Wäsche nachts gewaschen werden? Genau das sind die Fragen, die uns dort weiterbringen. Und auch die Frage, warum müssen die Wohnungen der Gäste ständig geheizt werden, auch wenn die Gäste nicht da sind? Alle diese Fragen, wenn man die in einen Topf wirft, kommt man wirklich ein ganz großes Stück weiter. Und wenn man das weiß, dann kann man sich auch Gedanken machen über Alternativen in der Versorgung. Das heißt also, klar, als Einstieg ist eine Energieberatung natürlich ganz toll, aber eine Energieberatung ist eben wirklich weit mehr als das kleine Wörtchen Beratung, 2 Tage hingehen, 2 Tage im Büro und dann wissen wir, was wir machen sollen. Eine Energieberatung, wie wir es im Eldersresort mittlerweile 2-mal im Einstieg gemacht haben, da gehen Wochen drauf, mit Lastgängen, mit Messen, mit Berechnungen, mit Simulationen. Auch das ist ein ganz großes Thema. Ich kann nicht mit einem spitzen Bleistift ausrechnen, wie die Wirtschaftlichkeit eines BHKWs und einer PV-Anlage in Kombination ist. Das heißt also, das ist wirklich den Bestand aufnehmen und dann über Alternativen nachdenken und dann eben auch gucken, was man rundherum noch machen kann. Also im Eldersresort sind wir jetzt so weit, dass wir ein bestehendes Nahwärmenetz haben. Und natürlich haben wir das Problem bei Nahwärmenetzen, wir haben hohe Temperaturen, wir brauchen sehr viel Trinkwasser, wir brauchen das Badewasser, Trinkwasser. Und jetzt sind wir im mittlerweile 3. oder 4. Schritt, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie wir dort auch die hohen Temperaturen mit alternativen Energien zur Verfügung stellen können. Und soweit, ja, Entschuldigung. Nee, alles gut. Also sicherlich, was sich hier abzeichnet, ist, dass eben diese Transformation nicht nur getan ist mit einer initialen Idee, sondern eben auch ein Prozess ist, der begleitet werden möchte. Vielleicht ist ja dann auch das, was Sie machen in Ihrem Hotel, genau diese Schlüsselstelle zu besetzen eines Prozessmanagers, wenn ich es mal so bezeichnen würde, auch eine Stelle der Zukunft in der Tourismus- oder in der Hotelbranche, ohne mich da jetzt im Detail in der Tiefe auszukennen. Was sich viele Unternehmer jetzt aber wirklich fragen dürften, ist, wann rechnet sich denn meine Investition? Sie haben gerade an diesem einen Beispiel, Herr Ellinger, das schon mal durchklingen lassen. Auf welcher Zeitschiene ist denn Ihr Projekt angelegt? Also von der Grundidee war, man hat ja immer Kosten. Also es gibt ja nicht das Perpetuum mobile, was funktioniert und nichts kostet. Aber die Frage ist ganz einfach, wann rechnet sich eine Investition? Also wann kommt der Break-Even? Eine Solaranlage in unserer Größe von 100 kW Pix, das sind 270 solche Panels, die liegen auf dem Ponyhof, auf dem Dach. Und da war die Kalkulation bei den damaligen Preisen, die wir investiert haben, oder beziehungsweise die Kosten, 8 Jahre Refinanzierungszeit haben. Und so eine Anlage läuft ungefähr 20 Jahre, gibt man also schon so eine Anlage als gegeben. Also war die Frage, 12 Jahre produziert die Anlage Strom, ohne dass ich dafür etwas bezahlen muss. Und das war schon ein guter Ansatz, es zu tun. Mittlerweile durch die gestiegenen Stromkosten hat sich diese Refinanzierungszeit von 8 Jahren auf 5,5 Jahre verkürzt. Das heißt, die Anlage wird noch 3,5 Jahre jetzt laufen und dann produziert die Strom, der mich de facto durch die Finanzierung nichts mehr kostet. Und wenn man also sieht, dass 8 bzw. 10 Jahre im Wärmebereich und Energiebereich sind Refinanzierungszeiten, die sind vielleicht kurz, vielleicht sind es auch 15 Jahre, aber die Wirksamkeit, dass man durch
erneuerbare Energien, also Wind oder Voltaik, unabhängig ist von welchen Dingen auch immer. Also das Blödeste wäre, wenn die Sonne überhaupt nicht mehr scheinen würde, aber das ist noch unwahrscheinlicher, als dass es kein Gas mehr gibt. Dann glaube ich, sollte jeder, der die Möglichkeiten hat, das jetzt tun und so schnell wie möglich tun. Denn jeder Tag, der die Voltaikanlage Strom produziert, kostet mich weniger Einkauf. Herr Klein, Sie haben gerade das Mikrofon direkt zu sich genommen. Wollten wir was ergänzen dazu? Ja, Herr Alling hat ja schon einen sehr guten Blick auf diese Return on Invest-Zeiten. Es ist ja natürlich die Problematik in vielen, wir kennen es in vielen Kettenhotels, ja, oder wie überhaupt im Business in Deutschland, ja, wenn der Manager kauft was ein, was irgendwie nach möglichst 4 Monaten, aber spätestens nach 2 Jahren muss das Geld wieder im Topf sein. Ansonsten bekommt er kein Budget dafür, da müssen wir uns ja auch ein bisschen von trennen. Ja, also bei Immobilien, da rechnen wir auf 20 Jahre. Ja, und wenn du denn ein Investment als Manager umsetzen willst, dann, wie gesagt, sind 2 Jahre. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also da muss man halt auch jetzt auch dieses neue Sicherheitsdenken, dieses Verständnis, Resilienz, setze meinen Betrieb eigentlich die Zukunft aufs Spiel, wenn ich da nicht investiere. Und da muss man wahrscheinlich auch mal ein bisschen veränderlich in den Markt gucken. Ich kann mich noch daran erinnern, die erstmaligen Berechnungen, die Sie auch sicherlich hatten, da stand dann immer oben, wir rechnen mit einer Preissteigerung im Energiemarkt von 3%. Das waren so die typischen Simulationen. Ja, da haben wir gesagt, na okay, das ist ja eh schon Quark. Ne, schreibt da mal 6% rein und schon fiel das nach unten. Dass wir jetzt natürlich statt nach 10 Jahren nach 4 oder 5 Jahren durch sind, okay, ne, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber es ist eben so gekommen. Aber die Situation kann genauso wiederkommen. Ja. Aber vielleicht letztlich, Sie können gerne ergänzen. Ja, vielleicht noch einen kleinen Nachtrag, nur ein Beispiel aus der Praxis. Wir haben im Moment einen Kunden, der versucht seit einem Dreivierteljahr eine PV-Anlage zu bauen und versucht in den Dreivierteljahr die Preise immer weiter nach unten zu drücken. Hätte er die Anlage vor einem Dreivierteljahr gebaut, hätte er die Preisdrückerei 3-mal wieder reingehabt. Also, wenn er da auch Panels bekommen hätte. Ja gut, aber die hätte er sogar bekommen. Das wäre nicht das Problem gewesen. Aber das Problem ist wirklich diese Diskussion um 3,50 Euro billiger und man muss es machen, man muss es angehen. Und wie der Herr ganz links gerade sagte, die Preise werden teurer werden und auch die Wirtschaftlichkeiten werden irgendwann überholt werden. Und deshalb kann man eigentlich nur sagen, macht es und redet nicht so lange, sonst wird es nie was. Also es ist sozusagen, wenn man das aber hört, dass die Refinanzierung ja dadurch, dass die Energiepreise allesamt steigen, ist es ja aber dann ein Risiko, das man nimmt, wo man auch schnell wiederum belohnt wird am Ende. Ganz genau so ist es. Wenn man das jetzt mal kurz an der Stelle zusammenfasst. Wir sprechen über Investitionen in Photovoltaikanlagen, in Wärmepumpen sind auch ein großes Thema. Nun gibt es bei Solaranlagen, das erwähnte ich gerade schon, so diese Hürde, dass es eben mit der Verfügbarkeit ein Problem ist. Das ist ein Engpass. Diese Materialien sind rar, diese herzustellen. Der Markt hat sich auch für die Produktion weitestgehend aus Europa verabschiedet vor Jahren, kommt so langsam zurück, wenn man in die Branche reinhört. Bei Wärmepumpen waren Fachleute wiederum auf der anderen Seite, dass sie vor allem in Neubauten, aber nicht unbedingt im Bestand von dem großen Nutzen sind. Was muss man also beim Auf- und Nachrüsten beachten? Welche Grundlagen muss man schaffen oder braucht man einfach als Voraussetzung? Vielleicht eine Frage wirklich auch an Sie, Herr Freitag. Ja, also die Frage will ich gerne beantworten, weil es auch ein bisschen dazu passt, was wir gerade im Eldersresort vorhaben. Natürlich sind die Wärmepumpen kein Allheilmittel. Das wird leider manchmal propagiert, aber sie sind es definitiv nicht. Aber unter den entsprechenden Randbedingungen sind sie selbst in Umgebungen wie Oberwiesenthal, wo es wirklich kalt ist, nutzbar. Natürlich, ich hatte vorhin schon mal kurz angedeutet, wir haben in Oberwiesenthal ein Nahwärmenetz, was konventionell aus 2 BHKWs betrieben wird, Temperaturen 70 Grad. Und wenn wir dort eine Wärmepumpe nachrüsten würden wollen, dann würde das Ganze nicht funktionieren. Es wäre wirtschaftlich nicht tragbar, es wäre technisch nicht tragbar. Und jeder würde sagen, ja, was macht ihr hier? Deshalb fangen wir jetzt an, im Eldersresort das Netz, was dort besteht, auf ein Niedertemperaturnetz umzurüsten, also umzustellen. Das heißt, die Warmwasserbereitungen müssen umgestellt werden, damit das auch die Legionellenverordnung eingehalten werden kann, wir also die 65 Grad, 60 Grad Trinkwassertemperatur erreichen können. Und wenn wir das getan haben, dann können wir das Netz auch mit 35, 45 Grad betreiben und dann haben wir endlich auch die Möglichkeit, Wärmepumpen einzubinden.
Und da haben wir natürlich dann auch die Chance, angefangen von Erdwärme bis zu Umgebungswärme, alles mit einzubinden. Und dann sind wir an dem Punkt, wo wir auch zum Teil Strom aus PV-Anlagen, Strom aus Windenergie nutzen können, um die Wärmepumpenanlagen zu betreiben. Und das ist vielleicht auch noch, wollte ich gerne noch ergänzen, es kam vorhin auf, dass die Verteilnetze so arg beansprucht werden durch die erneuerbaren Energien oder durch die strombasierte Wärmeversorgung. Das stimmt schon, aber eine dezentrale Energieversorgung, also Stromversorgung, entlastet die Netze natürlich auch. Ich brauche nicht mehr die drei großen Kraftwerke, die den Strom zu jeder Wärmepumpe transportieren, weil nämlich ich 500 Meter weiter das Windrad habe und 2 Kilometer weiter die große PV-Anlage. Und schon wird das Netz ganz anders belastet. Und ja, im Extremfall schneidet dann auch einfach jemand das Kabel durch, das dann das Netz gar nicht mehr belastet. Herr Ellinger, Ihr Haus, wir hatten es gerade eben schon mehrfach angesprochen, befindet sich in Oberwiesenthal. Die Stadt hat über 6000 Gästebetten, hat damit die drittgrößte Übernachtungskapazität in Sachsen. Sie haben also viele Kollegen vor Ort. Kommen da aus Oberwiesenthal andere Unternehmer jetzt auch auf Sie zu und fragen, Herr Ellinger, wie machen Sie das hier? Komplizierte Antwort. Wie offen sind denn? Ich würde mal sagen, es gibt schon Kollegen, die da Interesse hätten, aber vielleicht ist da auch noch ein bisschen so die Scheu, als Unternehmer zu einem anderen Unternehmer zu gehen und sich zu outen, man hätte von was keine Ahnung. Ich hatte ja bis vor wenigen Jahren auch nicht die Ahnung, man hat sich halt die Ahnung dann geholt. Man sieht ihn leider nicht, aber man hört ihn bei Dr. Freitag. Ich denke aber, der Prozess wird beginnen. Gestern hat ein Geschäftsführer eines Steinbruchs bei mir angerufen. Er hätte gerne mal ein paar Tipps. Die wollen auf 1 Hektar einen Solarpark bauen. Da wusste ich zwar erstmal nicht, warum man zu mir kommt. Ich habe 100 kW Picks und die wollen eine Megawatt-Anlage bauen. Aber man merkt schon, das Interesse ist schon groß. Es beginnt jetzt der Prozess, dass doch vielleicht der ein oder andere mal kommt und sich erkundigt. Ich stehe da auch jederzeit gerne zur Verfügung. Aber vielleicht ist noch so eine gewisse Eitelkeit auch bei uns da in der Region. Da macht jeder so ein bisschen seins. Aber vielleicht Best-Praxis-Beispiele sollen ja helfen, dass dann zum Schluss doch der eine oder andere sagt, Mensch, vielleicht kann ich von den Ideen oder von den Möglichkeiten auch selber lernen. Weil wir gerade beim Lernen sind, Herr Klein, gibt es in der Geschichte Ihres Hotels Fehler, die Sie gemacht haben, wo Sie sagen, machen Sie diesen bloß nicht, wenn Sie transformieren? Ja, nicht. Also es ist nicht der Fehler, den wir unbedingt gemacht haben, aber den wir auch gelernt haben. Man braucht jemanden nach dem Energieberater, der ein ganzheitliches Unternehmenskonzept macht, so wie es für den Herrn Ellinger, der Herr Dr. Freitag macht, der wirklich alles in einen Topf wirft, der sagt, okay, wo sind jetzt die low-hanging fruits, mit denen wir anfangen können, ja, und was ist irgendwie diese richtige Perspektive? Jeder kennt irgendwie seinen Heizungsbauer, ja, und hat ihn schnell angerufen, hat gesagt, du mach mal bitte ein Angebot für die Wärmepumpe. Und dann kommt das Angebot für die Wärmepumpe. Und Herr Dr. Freitag wird mir wahrscheinlich zustimmen, in 50% wird das Ding, wahrscheinlich sogar 80%, einfach falsch angeschlossen. Ja, also er rennt dann vermutlich mit Händen über dem Kopf durch die Gegend und sagt, warum, lieber Heizungsbauer, hast du das so angebaut? Die haben Was kann man da falsch machen? Eigentlich alles. Ja. Immer ganz plastisch. Man stellt sich das so vor, da kommt jemand, stellt einem den Apparat dahin, was soll da verkehrt laufen, ne? Ja, es fängt ja damit an, dass immer noch Wärmepumpen verkauft werden, wo nicht mal ein Pufferspeicher mit dazugehört. Ja, wo ich dann frage, Leute, ihr wisst doch, dass es tagsüber wärmer ist als nachts, ne? Und warum nutzen wir da nicht den Wirkungsgrad der Wärmepumpe oder vielleicht den Strom der PV-Anlage aus und so weiter und so fort? Also es ist leider Gottes so, unsere Handwerker sind ja alle lieb und fleißig, aber die wenigsten beschäftigen sich wirklich mit ganzheitlichen Energiekonzepten und man sollte dieses Angebot jemand geben, der davon Ahnung hat, der soll noch mal zur Sicherheit einfach noch mal raufschauen und vielleicht auch jemanden haben, der hinterher kommt und guckt, ob das überhaupt installiert ist. Ich war kürzlich in einem Hotel in Rostock, die haben vor 10 Jahren Solarthermie auf Dach bekommen.
das hat bis heute nicht funktioniert. Das haben die aber nie mitbekommen. Ne? Mhm. Also auch ein Typenschild irgendwo dran zu haben, ja, das bedeutet gar nichts. Wir sollten auch lernen, so viel zu messen, dass wir das, was uns versprochen wurde, dass wir das hinterher auch kontrollieren können. Wir kontrollieren unsere Arbeitnehmer. Was ich aus diesem Gespräch jetzt schon mitnehme, was ich gelernt habe daraus, ist, dass man noch mehr, also Unternehmer ist man ja sowieso gezwungen, auch mit seinen Zahlen sich auszukennen, aber man muss noch mehr Zahlen kennen. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, was der Herr Klein gesagt hat, dem kann ich wirklich nur zustimmen. Das große Problem, und das ist vielleicht auch das, was in Oberwiesenthal bei den Kollegen von Herrn Ellinger, bei denen wir auch vereinzelt gewesen sind, und bei manchen kommt eben dann die Frage, ja, also schön, dass du mich mal kurz beraten hast und dass mich das vielleicht auch beim ersten Mal nichts gekostet hat. Mit den Infos gehe ich jetzt zu meinem Heizungsbauer und der macht das schon. Ja, da sage ich viel Spaß. Dann sehen wir uns definitiv wieder, weil es nicht funktionieren wird. Ja, wieso? Der hat das doch immer gemacht. Also das ist ein ganz großer Punkt, dass die Heizungsbauer oder Energietechniker, das sind wirklich Leute, die können gut was umsetzen. Aber es sind keine Planer und die können kein Energiekonzept entwickeln. Und wenn der Hotelier oder der Unternehmer, wenn er halt die Planung sparen will, dann geht er zum Heizungsbauer, der macht das und der macht das vielleicht dann immer mit Hersteller XY, weil der das immer am besten macht und die besten Prozente macht. Das heißt aber nicht, dass die Anlage am Ende am besten funktionieren wird. Und das ist ein Problem in der Praxis, definitiv. Würde ich an der Stelle einfach mal so festhalten, mitnehmen. Man muss die Dinge nachhalten, die man in Gang gesetzt hat. Danke auch für diese Einblicke, dass Sie gesagt haben, wo Ihre Fehler gelegen haben. Schauen wir jetzt an diese Stelle auch nochmal auf das operative Geschäft. Es gibt viel Unsicherheit in der Branche, was die Kalkulation der Preise anbelangt. Das ist so ein bisschen auch eine Klammer um diese Veranstaltung, hatten wir am Anfang schon mal drüber gesprochen. Würde ich jetzt gerne diese Frage auch mal an Sie beide stellen, weil Sie ja ein paar andere Voraussetzungen bei Ihnen in den Häusern vorfinden. Einige Unternehmen haben sich deshalb, weil eben die Situation so ungewiss ist, dazu entschieden, momentan keine Preise zu veröffentlichen, keine Preise zu machen. Herr Klein, das Kalkulieren dürfte Ihnen ja dann jetzt etwas einfacher fallen. Wie kalkulieren Sie Ihre Preise in den bevorstehenden Monaten? Also wir haben seit jetzt, glaube ich, 3 Jahren keine Preiserhöhung mehr in unserem Haus. Im Bereich Übernachtung, Logis, klar, Gastronomie, wissen wir alle, ne, da müssen wir halt die Dinge weitergeben. Da hat sich natürlich auch das eine oder andere verteuert. Aber das war ja auch der Ansatz, warum wir investiert haben. Wir wollten halt eine langfristige Sicherheit haben für dieses Thema. Und ich finde es gerade aktuell, ja, jeder probiert irgendwie so einen Energieaufschlag auf seine Rechnung zu pulvern. Ich sage dann immer ganz nett, ja, das ist eigentlich ein Eingeständnis eurer Unfähigkeit, ne? Die ihr dann noch mit auf die Rechnung packt. Und von der Seite her sind wir natürlich, wir müssen auch kalkulieren, sicherlich werden wir auch einige Kosten bei uns irgendwo nach oben gehen, aber wir haben, denke ich mal, noch die bestmögliche Perspektive, um auch im kommenden Jahr mit vielleicht aktuellen Preisen wirtschaftlich zu agieren, und vor allen Dingen, wir brauchen da keine Angst vor haben. Das ist und wir müssen halt vorbereitend agieren. Ja, also jetzt, wir hören es ja immer wieder, alle wollen wissen, was passiert, und da sind wir natürlich ein bisschen befreit davon, und wir können, glaube ich, ich blicke recht optimistisch ins nächste Jahr. Also trotz dieser ganzen Diskussionen um Winterenergie steht genügend zur Verfügung und. Das ist die Perspektive des fertig Transformierten, würde ich mal sagen. Wie sieht das bei Ihnen aus? Also wir schaffen das nicht, keine Preise zu erhöhen. Das ist auch nicht damit begründet, dass wir keine Ahnung haben zu rechnen. Das hängt einfach damit zusammen, dass das gesamte Einkaufsthema, Personalkosten sind gestiegen. Einkäufe im Lebensmittelbereich, in vielen anderen Dienstleistungsbereichen sind Preise angestiegen. Also so viel Gewinn haben wir nicht bis jetzt kalkuliert, dass wir da alles selber beschlucken konnten. Aber ich freue mich, wenn ein Kollege 3 Jahre die Preise stabil halten kann. Das kann ja nur gut sein. Wir schaffen das noch nicht. Vielleicht haben wir zu tief angefangen, dass wir uns jetzt in die Richtung des refinanzierenden Bereichs bewegen. Aber ich muss trotzdem sagen, ich persönlich habe keine Angst vor der Zukunft, auch unsere Kollegen nicht im Haus, weil wir unsere Kosten kennen. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht,
Wir hatten vor uns eine Tabelle gesehen, wie man KW, Kilowattstunden auf Bett oder ich mache es auf Übernachtung. Und wenn ich sehe, dass wir 2019 hat mich die Übernachtung an Energie 2,42 Euro gekostet, die Übernachtung. Mhm. Also eine Familie, die ein Wochenende bleibt, sind das 2,42 Euro mal 6. Mhm. Heute sind es, Stand Oktober, 3,54 Euro. Und das ist also 1,10 Euro mehr als vor 3 Jahren, beziehungsweise 6 Euro. Ich glaube, wenn man vernünftig die Preiskalkulationen jetzt durchrechnet, man hat stabile Preise, das geht natürlich auch nur in der Weise, dass man langfristige Verträge hat. Also wer immer an der Strombörse nur seinen Strom gekauft hat, billig mhm. und effektiv, der hat jetzt natürlich schon ein Problem. Mhm. Beim Gas habe ich in 25 wieder Probleme vielleicht, weil solange unser Vertrag gilt, beim Strom ist es ein bisschen kürzer. Aber ich werde oder wir können unsere Preise schon für nächstes Jahr definieren und Kunden, die Weihnachten bei uns sind, wollen das nächste Jahr wieder buchen und denen muss man natürlich ein Angebot auch machen. Mhm. Ich weiß, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die das noch nicht machen, aber sie sollten es tun, weil wer einmal gebucht hat, der hat gebucht, der bucht nicht nochmal. Die Nacht ist weg und wer zuerst die Buchen hat, der bekommt auch den Gast und wenn man da zu lange wartet, kann es passieren, dass das Bett leer bleibt und da hat ja auch niemand was gewonnen. Weil Sie das Wort Buchen sagen, würde ich nochmal die Perspektive wechseln aus Ihrer Sicht hin zum Gast. Der Gast entscheidet ja nun mal in der aktuellen Lage, ob er sich überhaupt zu einer Buchung entscheidet. Das Geld ist nicht mehr so locker dafür. Wir hatten vorhin eingangs dieser Veranstaltung auch gehört, Sachsen ist ein Land der vielleicht Zweit- und Drittreise, der Kurzreisen auch, also nicht ein Haupturlaubsgebiet. Spüren Sie, dass jetzt schon im Buchungsverhalten die Gäste vorsichtiger agieren im Vergleich zu vielleicht auch dem Vor-Corona-Niveau? Das umtreibt uns jeden Tag. Mhm. Wir beobachten also vor Corona schon, dass die Buchungszeit kürzer wird. Mhm. Also die Menschen entscheiden sich kurzfristiger für Zweit- und Dritturlaub. Für den Haupturlaub, das ist mit einer Jahresfrist oder Zwei-Jahresfrist versehen, nach wie vor. Da aber wir tatsächlich eher vom Zweit- oder Dritturlaub leben, merken wir schon, die Buchungsabstände vom Tag der Buchung bis zum Tag der Anreise waren mal bei 40 Tagen. Und wir sind jetzt bei 21 Tagen, also 3 Wochen. Mhm. Und das ist natürlich ein bisschen kompliziert in der Koordination, Personalplanung und Einkauf und so weiter. Aber momentan stagniert das ein bisschen. Wir haben natürlich hier in Sachsen noch ein spezielles Problem, gerade was den Winter betrifft. Wir hatten ja nur 2 Winter, wo wir keine Übernachtung hatten. Mhm. Und vor allem hat uns der letzte Winter ein bisschen wehgetan, weil da kurzfristig durch Corona in Sachsen die Beherbergung untersagt wurde. Und wir hatten viele Gäste, die gebucht hatten, wurden wieder angeschrieben, es geht nicht. Und da merken wir so ein bisschen Verhalten, na, was kommt nur dieses Jahr? Was jetzt wieder? Ich hoffe, dass wir den Mitte November erreichen und sagen, nein, es wird offen bleiben. Da bin ich zutiefst überzeugt. Das war zwar vor einem Jahr auch schon, aber... Das Stichwort war letztes Jahr Nullwinter. Haben Sie Befürchtungen, dass es... in diese Richtung geht? Nein. Also es gab vor 3 Wochen ein Gespräch mit Ministerpräsidenten Kretschmer durch die Hoga, ich bin Vizepräsident. Wir haben ihm klipp und klar gesagt, Herr Kretschmer, so eine Nummer wie letztes Jahr geht nicht nochmal. Das schaffen unsere Betriebe nicht. Und wenn man, wie in Obwiesenthal, wenn man das gesehen hat, auf tschechischer Seite, ich sehe das, also ich wohne da recht günstig, sind die Skilifte gefahren, waren die Hotels erleuchtet und in Obwiesenthal war alles dunkel. Bis zum 14. Januar, das war schon Hardcore. Mhm. Und entweder hatten die anderen Virus, aber wir wissen es nicht. Jedenfalls, das kann nicht nochmal passieren. Und das wird auch nicht passieren. Des Hangs die Lifte gelaufen sind. Herr Klein, bei Ihnen ist das jetzt alles etabliert, diese gesamte nachhaltige Strategie. Sie nennen sich auch als 360-Grad-Hotel. Wird das bezeichnet, dieses Label, dass Sie das auf Ihr Hotel draufkleben können, ist das für die Gäste relevant? Wir sind immer noch, ich glaube, alle sehr weit davon entfernt, dass diese typischen Studien von Booking und so weiter, ja, 75% der Gäste wünschen sich ein nachhaltiges Hotel. Was machen sie am Ende? Holen ihre App raus,
suchen ihre Destination, schauen sich die Bilder an und dann wird gebucht. Ja, also es, natürlich haben wir in unserer Blase viele Interessenten, ja, die kommen und sich das einfach mal anschauen durch unsere Energieworkshops oder ja an interessierte Kunden, die sagen, Mensch, wenn ich da mal in der Nähe bin, dann möchte ich mal hinfahren, mal übernachten, mir das mal ansehen. Aber wir leben wirklich sehr viel davon, dass wir den Gästen beim Check-in erklären, was wir machen, dass wir auch ein bisschen darauf hinweisen, wie wir mit Energie umgehen. Ja, das ist bei uns dieses Thema, ja, die laufen vier Saunen irgendwie von 10 bis 22 Uhr, weil solange der Spa geöffnet ist, das gibt's bei uns nicht. Und jeder, der es nicht versteht, der, gut, der muss dann, ne, muss nach unserem Leben tanzen sozusagen, nach unseren Ideen, wie wir damit umgehen. Und da kann man das vorantreiben. Ja, da kann man die Gäste drüber informieren. Da gibt's auch, die reisen freitags an. Die Männer machen meistens so einen kleinen Rundgang mit mir mal durch das Technikgebäude. Ne, und erlebt das Urlaub an der Stelle dann? Ja, genau. Und schauen sich natürlich an, was kann ich vielleicht zu Hause machen? Und die schauen dann auch mal auf unsere öffentlichen Dashboards, wo man sieht, wie viel Energie verbraucht man. Und da kommt mal der ein oder andere Gast und sagt dann, oh Mensch, kann ich heute über eine Sauna gehen? Euer Akku ist so leer, so nach dem Motto. Ja, also, und das transportieren die dann weiter. Und dann hast du natürlich über Mund-zu-Mund-Empfehlungspropaganda oder die kommen aus diesem Grund wieder. Das funktioniert. Aber zu sagen, ja, du kannst hier wirklich, da kannst du noch so ein Label ranpacken, ob jetzt Green Sign oder wie sie alle heißen. Es ist völlig uninteressant. Interessiert keinen Menschen, guckt nach dem Label, sondern du musst es vor Ort verkaufen. Danke für die Einordnung. Ich blicke auf die Uhr, die Gesprächszeit. Wir sind etwas aus dem Zeitplan rausgelaufen. Es gibt gleich noch im Rahmen eines Netzwerkens am Ende dieser Veranstaltung die Möglichkeit vielleicht noch für Fragen an Sie beide. Bevor wir hier Schluss machen, zumachen, diese Gesprächsrunde, vielleicht noch eine Schlussrunde. Ich bitte darum, einfach nur einen Satz zu vervollständigen. Vielleicht zuerst Sie, Herr Klein, dann Sie, Herr Ellinger. Und der Satz beginnt so. Die Tourismusbranche wird die Energiekrise gut überstehen. Wenn wir alle ehrlich zu uns selbst werden. Sie, Herr Ellinger? Wenn wir einfach nach vorn und ans Morgen denken. Ich hoffe, das ist auch aus Sicht des Transformationsberaters, Herr Freitag, so in Ordnung. Vielen Dank an diese Runde, Herr Klein, Herr Ellinger und Herr Freitag, der uns zugeschaltet gewesen ist.